Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Zunächst ein kleiner Ausflug auf Bundesebene, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wenn wir hören, Sie haben sich wieder mit der Prognose vertan, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern mal knapp die Hälfte geschätzt, das ist ja nicht das erste Mal, dann würde ich mir wünschen, dass man denen zumindest mal einen Fernseher hinstellt oder eine Zeitung abonniert, damit die sich über das Weltgeschehen informieren können. Weil was die letzten Jahre da machen, das ist eine Katastrophe. Der Klops des Tages, den ich hier heute allerdings gehört habe, das ist ja leider weg, der kam von Herrn Lindner. Rief Frau Kraft auf, sie möchte sich doch um die Fluchtursachen kümmern, und das wäre dann die Bekämpfung der Schlepperkriminalität. Wir waren vor 2 Wochen in Italien, wir waren in Erstaufnahmelagern. Er sollte vielleicht mal seinen Kollegen, Herrn Dr. Stamm, fragen. Wir haben dort Menschen gesehen, die traumatisiert aus Kriegsgebieten gekommen sind. Und wenn Sie einmal in diese Augen geguckt haben, dann werden Sie das nicht vergessen. Und wenn man dann hört, nur die Schlepperkriminalität wäre schuld, dann ist das unfassbar schlecht. Frau Kraft, mein Kollege Herr Herrmann hat es schon erwähnt, aber jetzt ist sie auch weg. Gut, ist gut, jetzt ist sie ja da. Ja. Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz auf die Standards eingehen. Sie feiern ja jetzt, dass die 108 Millionen durchgewunken werden an die Kommunen. Das ist wieder ein Gießkannenprinzip. Ich möchte dazu kurz mal aus der letzten Anhörung zum Nachtragshaushalt zitieren. Da sagte die Frau Windgasse vom Psychosozialen Zentrum: Erstattung an die Kommunen durch die Landesregierung, die ist in NRW in der Tat sehr niedrig. Das ändert sich ja jetzt. Aber NRW ist auch, soweit ich weiß, eines von 2 Bundesländern, die auch den Kommunen kaum Vorgaben machen, wie die Flüchtlinge zu versorgen sind. Hört, hört. Alle anderen Bundesländer können diese Vorgaben wohl machen. Ich finde das ganz spannend, dass hier immer das Totschlagargument Konnexitätsprinzip kommt. Wenn das in anderen Bundesländern geht, warum denn dann nicht hier? Was auch fehlt, und da kommt übrigens der Zaubersatz des Tages von Herrn Römer, der sagte nämlich: Wie gehen wir mit den Flüchtlingen um? Nicht nur, dass wir damit umgehen und dass jetzt mehr Gelder da sind, das ist ja auch schön und gut, sondern wie? Und da gehören einmal die Standards dazu. Da gehört dazu, dass bei den Landeseinrichtungen ein Heimtiff eingeführt wird. Da gehört auf jeden Fall zu, dass der Flüchtlingsrat mehr Unterstützung bekommt, und zwar auch finanziell. Denn der Flüchtlingsrat ist die Schnittstelle zwischen den ganzen Organisationen, die sich um die Flüchtlingsfragen kümmern. Und er ist ganz dringend erforderlich für die Sensibilisierung und Aufklärung der Aufnahmegesellschaft. Ich weiß nicht, wie oft ich das hier schon gesagt habe. Eine erfolgreiche Integration in unsere Gesellschaft von den Migranten kann nur erfolgen, wenn wir die Aufnahmegesellschaft mitnehmen, wenn wir sie aufklären, wenn wir sie sensibilisieren. Und dafür ist der Flüchtlingsrat evident wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brandt. Jetzt liegen